Die Lotto Hessenliga ist zurück. Neu dabei? Drei Aufsteiger, die sich stark präsentieren. Nur eine Sache ändert sich wohl nie. Es fallen wieder richtig viele Tore. Wie fast immer eigentlich. Den Start in die Spielzeit 23/24 machen am Freitagabend zwei Alteingesessene. Die ordentlich verstärkte Eintracht in Grün mit vier Neuzugängen in der Startelf kommt mit Tempo. Häuser? Der Schuss abgefälscht und damit unhaltbar. Stadt Allendorf hat sich viel vorgenommen und startet mit einer Führung. Dazu erzielt die Eintracht das erste Tor der neuen Saison. Doch Eddersheim, letzte Saison noch im Abstiegskampf, hält dagegen. Lüders mit Platz und einem strammen Schuss zum Ausgleich. Der FCE belohnt sich noch vor der Pause für die offensive Spielweise unter dem neuen Cheftrainer Carsten Weber. Auch die Eintracht spielt nach dem Seitenwechsel mehr nach vorne, doch genau in diese Drangphase sticht Eddersheim. Demir Bass wartet Reuter ab. Schön herausgespielt vom Deutsch-Türken. Der FCE dreht das Spiel und verdient sich den Sieg. Eddersheim griffiger mit einem Start nach Maß. Stadt Allendorf trotz starker Neuzugänge noch nicht ganz in der Spur. Am Samstag gibt es dann gleich das erste Derby. Ecke Gießen in Schwarz. Akulinin an den Arm von Muhic, aus kürzester Distanz unglücklich, aber der Arm vergrößert die Abwehrfläche. Somit gibt's Strafstoß. Akulinin übernimmt und verlädt Keeper Semnik. Das US-amerikanische Torwarttalent kommt von Turu Düsseldorf aus der Landesliga. Bei seinem ersten Gegentor in der Lotto Hessenliga ist er machtlos. Doch auch in Rückstand nimmt Fernwald das Derby an und ist in Kontersituation immer wieder brandgefährlich. Wie hier in der 43. Solak auf Mukasa. Nochmal Solak überwindet Zabatne. Aufgerückt aus der zweiten Mannschaft ist es auch für ihn das erste Lotto-Hessenliga-Spiel. Auch Zabatne kann bei seinem ersten Gegentor wenig machen. Das Derby zur Pause mit 1:1 ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel lässt der Vorjahresvize kaum noch was zu und wird auch vorne präsenter. Filsinger hat außen Platz und nutzt den zum Ausgleich. Erneut führt Gießen. 8 Minuten später gibt's per Freistoß die Möglichkeit zu erhöhen. Mamuti tritt den scharf. Und dann ist es ein Eigentor. Fernwalds Muhic fälscht per Kopf unhaltbar ab. Gießens Höhenflug geht weiter. In einer Top-Vorbereitung hat der FC unter anderem den Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 mit 2:0 geschlagen. Und auch im Derby reißt die Chiemen-Elf jetzt die Kontrolle an sich. Nur 3 Minuten nach dem 3:1 kommt der Ball zu Akulinin. Was ein Schuss zum 4:1. Besser kannst du den nicht verwandeln. Ein Traumtor setzt den Deckel drauf. Der FCG mit einem klaren Derby-Sieg unterstreicht: Wir wollen auch in dieser Saison wieder ganz oben angreifen. Der SC Hanau bestreitet sein erstes Lotto-Hessenliga-Spiel der Vereinsgeschichte. Der jüngste der Hanauer Stadtclubs hat bis 2005 noch in der Kreisliga B gekickt. In den vergangenen 19 Jahren folgten 5 Aufstiege. Die Belohnung ist die Lotto-Hessenliga-Premiere und die geht gut los. Die Aufsteiger in den tarnfarbenen Trikots bringen den Ball scharf rein und Dietkirchen hilft mit. Der TuS hat im Elfmeterschießen in der Relegation gerade noch so den Klassenerhalt geschafft. Der Start in die neue Saison läuft alles andere als optimal mit einem Eigentor. Kurz nach dem Seitenwechsel wieder Hanau. Durchgesteckt auf Amiri. 2:0. Vor ein paar Wochen hat der Cousin von Bundesliga-Profi Nadim Amiri noch mit Frankfurts U21 die Meisterschaft geholt. Jetzt netzt der Routinier für den Aufsteiger und beschert seinem neuen Verein einen Auftakt nach Maß. Der HSC feiert zu Hause den ersten Lotto-Hessenliga-Sieg. Nach dem Abstieg vor 13 Jahren kehrt der 27. der ewigen Lotto-Hessenliga-Tabelle endlich zurück. Bei seiner Rückkehr hält der VfB Marburg in Weiß lange gut dagegen, muss nach dem Seitenwechsel aber wieder zurückarbeiten.
Bijic kommt zum Abschluss und bringt Hanau in Führung. Kurz später erspielen sich die 93er einen Freistoß. Sedovic macht's direkt. Mit einem Doppelschlag in 4 Minuten belohnt sich der Traditionsverein für ein kompaktes Auftreten gegen einen eingespielten Rückkehrer. In der Schlussphase Freistoß auf der anderen Seite. Hoch und weit, verwertet von Dindler. Das erste Marburger Lotto-Hessenliga-Tor nach 13 Jahren könnte es hier nochmal spannend machen. Wäre da nicht Christian Bijic. Der Mittelstürmer kontert im Alleingang gegen 3 und trifft zur Vorentscheidung. Ein überragendes Solo des kroatischen Goalgetters zum Doppelpack. Hanau, der verdiente Sieger mit einem Start nach Maß. Doch auch Aufsteiger Marburg braucht sich in den kommenden Wochen nichts zu verstecken. Der KSV Baunatal in Weiß mit einem Blitzstart gegen Friedberg. Den langen Ball bekommt Isberovic nicht kontrolliert. Lindenthal sagt Dankeschön und lässt die Heimtribüne ein erstes Mal jubeln. Der Vorjahressechste führt gegen den Dritten. Doch nach der Pause reagiert Friedberg. Isberovic an den viel zu weit abgespreizten Arm seines Gegenspielers. So weit oben hat die Hand nichts verloren. Schiedsrichter Marcel Rühl hat keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen. Den fälligen Strafstoß schießt Yekilmaz. Platziert zum Ausgleich. Die Baunis und Türkgücü trennen sich zum Auftakt mit 1:1. Griesheim, letzte Saison der letzte Verein über dem Strich in Schwarz, überrollt kurz vor der Halbzeitpause das Team der vergangenen Rückrunde Erlensee. Der erste FC bekommt hier überhaupt keinen Zugriff. Matondo zieht ab und Bayer fälscht ab. Sein Rettungsversuch misslingt. Der Treffer gehört Luki Matondo. Letzte Saison hat er insgesamt 7 Tore für RW Waldorf und Bayern Alzenau erzielt. Jetzt trifft er für sein neues Team Griesheim. Es bleibt das einzige Tor des Spiels. Das rund erneuerte Team der Viktoria startet mit einem Auftaktsieg. Auch in Alzenau gab es im Sommer einen großen Umbruch. Doch das neue Team der Bayern in Weiß scheint schnell zueinander gefunden zu haben. Jürgens auf Fächer, der standhaft bleibt, auf engstem Raum zur frühen Führung. Der FCB legt sich Waldgirmes nach Belieben zurecht, Fächer dreht auf und setzt Garic in Szene. Der Neuzugang von der SG Barockstadt aus der Regionalliga ist einer von 18 Neuen in dieser Saison. Dass die Mannschaft noch wenig Gelegenheit hatte, sich einzuspielen, merkt man nicht. Nur 2 Minuten später ist Signorelli durch. Im Zweikampf gegen Keeper Bus bleibt er eiskalt. Der SCW-Keeper muss schon zum 3. Mal hinter sich greifen. Seine Vorderleute lassen ihn heute sträflich im Stich. Waldgirmes schwimmt und ist ein ums andere Mal bemüht, sich zu befreien. Doch sie kriegen den Ball nicht kontrolliert. Der Schuss geblockt, doch Signorelli staubt ab, strahlt hier permanente Torgefahr aus. Der 23-jährige Mittelstürmer hat letzte Saison 19 Tore für den Frankfurter FV in der Verbandsliga erzielt. Zum Lotto-Hessenliga-Debüt gelingt ihm innerhalb von 11 Minuten ein Doppelpack. Trotz der bereits 4-Tore-Führung hält Alzenau das Tempo. Fächer bekommt den Ball da, wo er ihn so gerne hat. Auf engstem Raum vor dem Tor netzt er erneut. Auch Lukas Fächer freut sich über einen Doppelpack zum Saisonauftakt. Alzenau, völlig entfesselt, führt nach einer halben Stunde bereits mit 5:0. Der blanke Wahnsinn in Waldgirmes. So eine schnelle und hohe Führung zum Saisonauftakt habe ich persönlich noch nie gesehen. In Halbzeit 2 nimmt Alzenau das Tempo raus und Waldgirmes kommt besser ins Spiel. Eine unpräzise Kopfballrückgabe nutzt Marco Koch zum Anschlusstreffer. Das Spiel jetzt ausgeglichen und die Gastgeber erneut im Vormarsch. Bazzi trifft Fürstenau, Schiedsrichter Angermeier gibt den Elfmeter. Ein Fall für den 25-Tore-Mann der Vorsaison, Felix Erben.
Gewohnt souverän zum 2:5. Am Ende jedoch nur Ergebniskosmetik. Trotz Energiesparmodus in der zweiten Hälfte eine dicke Ansage an die Konkurrenz der neuen Alzenauer Mannschaft zum Start in die neue Saison. Nach einer Saison Abwesenheit gelingt Hünfeld der Wiederaufstieg. Zum Comeback steht direkt das Osthessen-Derby gegen den SV Steinbach auf dem Programm. Ein angekündigter Kracher, der hält, was er verspricht. Hünfeld in Weiß auf Vidovic. Ekstase auf der Rhönkampfbahn. Dritte Minute, 1:0 für den Aufsteiger. Der jetzt mit einer Ecke kurz ausgeführt. Flanke auf Fröhlich, wieder ein Kopfballtor. 2:0 nach 16 Minuten. Ein Start nach Maß vor den über 1000 Fans. Es spielt hier nur Hünfeld. Steinbach bekommt bislang fast kein Bein auf den Boden und vor allem die Luftzweikämpfe sind mangelhaft. Wieder ein hoher Ball und schon wieder ein Kopfballtor. Jonas Simon stellt auf 3:0 Pausenstand. Alle drei Treffer wurden per Kopf erzielt. Auch in Halbzeit 2 kein Druck von den Gästen, zumindest bis in die 61. Minute. Prokopenko. Elegant reingeschlänzt zum Anschluss. Und plötzlich geht ein Ruck durch Steinbacher Team. Der SVS 10 Minuten später mit einem Eckstoß. Weitergeleitet zu Stadler. An allen vorbei. Ins Tor. Jetzt ist hier richtig Feuer drin. Doch der Hünfelder FV verteidigt leidenschaftlich alles weg. Zur Rückkehr feiert der Aufsteiger einen 3:2-Derby-Sieg. Den ersten Spieltag beschließt RW Waldorf gegen Weidenhausen. Waldorf in Rot legt los wie die Feuerwehr. Nach 70 Sekunden ist unser Kameramann noch nicht ganz im Spiel, RW dagegen schon. Der Ball im Tor, Matteo Enders, Neuzugang vom TuS Dietkirchen mit dem 1:0. Doch Weidenhausen in der zweiten Lotto-Hessenliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte kämpft sich in die Partie. Grosu rennt allen davon. Und verwandelt zum Ausgleich. Lotto-Hessenliga-Premierentor für den 17-jährigen Neuzugang aus dem Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt. Kurz vor der Pause Einwurf Adler. Von Gerbig ins Tor verlängert. Der Topscorer der letzten Saison dreht das Spiel. Die Adler führen zur Pause. In der muss Trainer Leonard jedoch umstellen. Stammkeeper Wassmann wird nach einem Treffer am Brustbein durch Johannes Klotsch ersetzt. Der hat auch gleich die Möglichkeit, sich zu beweisen. Denn nach dem Seitenwechsel stürmt wieder RW. In dieser Situation bekommen die Gastgeber einen Handelfmeter. Das Handspiel aus kürzester Distanz ist aus unserer Perspektive verdeckt. Dadurch für mich nicht zu beurteilen. Die Entscheidung steht, beim fälligen Strafstoß heißt es Klotsch gegen Öser. Der Ersatzkeeper hat die Ecke, doch kommt nicht ran. Nach 56 Minuten ist hier alles wieder offen. Der Treffer bringt die Wende zugunsten von RW. Bei diesem Eckstoß ist Kohnhäuser ungedeckt. Per Kopf trifft er zur Heimführung. In der 83. verletzt sich dann erneut der SVA-Torhüter. Johannes Klotz klagt nach einem Zusammenprall über Schwindel. Für ihn muss jetzt Mittelfeldspieler Kilian Löffler zwischen die Pfosten. Kurz vor Schluss bekommt er auch noch mal was zu tun. Kian Rebner aus der Distanz zum 4:2. Auch Löfflers beide Torhütervorgänger in diesem Spiel hätten da wohl nichts machen können. 2 Minuten später stürmen noch mal die Adler. Imming mit dem nächsten schönen Distanztor zum 4:3. Trotz 10-minütiger Nachspielzeit gelingt der Ausgleich jedoch nicht mehr. Nach dem frühen Rückstand hält Weidenhausen gut dagegen, verliert am Ende jedoch das Spiel und 2 Torhüter. Ein gebrauchter Tag für den SVA. Die Ergebnisse des ersten Spieltags in der Übersicht. Mit dem SC Hanau und dem Hünfelder FV gewinnen 2 von 3 Aufsteigern ihr Auftaktspiel. Marburg unterliegt gegen den ersten Hanauer FC. Die höchsten Siege gelingen dem FC Gießen und Bayern Alzenau. Mit Alzenau und Gießen stehen damit 2 ehemalige Regionalligisten auf Platz 1 und 2. Auch in dieser Saison steigt der Meister direkt auf. Für den Vize geht es in die Relegation.
Baunatal schließt auf Platz 9 die erste Tabellenhälfte ab. Ebenfalls auf einem geteilten 9. Platz steht Friedberg. Danach kommen die Verlierer des ersten Spieltags. Bis zu 5 Absteiger gibt es in dieser Saison. 2 gehen sicher runter und einer in die Relegation. 2 weitere Absteiger sind beim Abstieg hessischer Teams aus der Regionalliga möglich. 4 Doppelpacker führen die Torjägerliste an. Mit Fächer und Signorelli spielen 2 davon in Alzenau. Schon nächstes Wochenende folgt Spieltag 2. Am Montag hören wir uns also wieder mit der nächsten Torshow. Bis dahin, komm gut durch die Woche.